Genießer. Viele Zutaten gehören zum Rezept einer besonderen Flusskreuzfahrt. Ein schönes Schiff, eine tolle Route und natürlich auch kulinarische Highlights. Und damit sagen wir herzlich willkommen auf der Genussreise mit MS Anna Katharina. Viele Feinschmecker sind an Bord, darunter auch führende Genussexperten, die unsere Gäste in die Welt der guten Weine und des Käses entführen möchten. Und das wird unter anderem hinter den Kulissen mit viel Herzblut von der Phoenixboard Reiseleitung koordiniert. Für den anspruchsvollen Gaumen ist schon für heute Abend ein erstes Highlight geplant. Die Gäste erwartet ein Menü, ein Gala-Abendessen, was ganz besonders ist. Garniert mit den frischen Produkten aus den jeweiligen Regionen in Österreich und ja, wir freuen uns alle drauf. Und er wird es heute Abend zubereiten. Fritz Pichler, Flottenküchenchef der Phoenix Hochseeflotte und bekannt aus der ARD-Serie Verrückt nach Meer. Und so werden die Gäste von Anfang an kulinarisch verwöhnt und mit einem Filetsteak in Empfang genommen. Hier wird kreativ und mit viel Liebe zum Detail gekocht und angerichtet. Ein abwechslungsreiches Verwöhnprogramm mit einer fest eingespielten Crew, von der Küche bis ins Restaurant. Es ist alles vorbereitet. Wir werden verschiedene Menüs kochen und da beginnen wir heute gleich damit, mit einem Gala-Abendessen. Also das haben wir dann kombiniert mit dem Willkommens-Gala-Abendessen. Ich nenne das österreichischer Genussherbst. Ja, wir haben ja jetzt, erstens sind wir in meiner Heimat und natürlich habe ich dann von zu Hause auch sehr viele Sachen mitgebracht. Ob es jetzt die Pfifferlinge sind oder das Reh oder auch den Käse. Ja, das habe ich alles mitgebracht und das werden wir alles heute servieren. Und man kann mit ein bisschen Liebe und ein bisschen Herz, kann man so viele schöne Sachen draus kommen. Und dann geht's auch schon los. Die Schiffscrew begrüßt jeden Gast persönlich und das Restaurant für Jahreszeiten öffnet seine Tore. Alle freuen sich auf eine entspannte Atmosphäre mit guten Gesprächen, besten Service und einigen Höhepunkten auf der Speisekarte. Die Küchencrew von MS Anna Katharina zaubert Sternekreationen auf höchstem Niveau auf den Teller. Und so erleben die Genießer ein Dinner der Extraklasse. Am nächsten Tag sind wir in Linz an der oberen Donau. Zu den passenden Weinen und Speisen besuchen Sie auch abwechslungsreiche Ziele am Main-Donau-Kanal wie heute, das wunderschöne Linz in Österreich. Ich bin mit Reiseleiterin Carola Hoppe verabredet. So Susanne, wir haben ja Glück mit dem Wetter. Jetzt werde ich dir mal die schöne Hauptstadt von Oberösterreich, Linz, zeigen. Ich liebe sie. Sie hat so hübsche kleine Gassen, also wirklich wunderschön. Ach schön, ich freue mich. Ich schlage dir vor, wir gehen erstmal zum Hauptplatz, weil dort beginnt eigentlich so das richtig schöne Linz. Ach, ich bin gespannt. Los geht's. Linz ist die drittgrößte Stadt Österreichs und hat viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Der Mittelpunkt ist die historische Altstadt. Diese erkunden Touristen gerne mit dem City Express, dem gelben Stadtbähnchen. Wo sind wir jetzt hier genau? Ja, wir sind auf dem Linzer Hauptplatz und die Säule, das ist die Dreifaltigkeitssäule, komplett aus Marmor gebaut und die dominiert den Platz hier. Sie erinnert an den Frieden, als die Stadt befreit wurde. Eine beeindruckende Kirche und einen ausgiebigen Stadtbummel später geht es für uns mit vielen neuen Eindrücken wieder in Richtung Schiff. Zurück an Bord sorgt das Genussteam für weitere interessante und schmackhafte Momente.
Wie trinken Sie eigentlich Ihren Kaffee? Das ist ja so ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Gleich lädt Michael Glist zum großen Kaffeeseminar ein und die Gäste sind schon ganz gespannt auf alles rund um die Kaffeebohne. Kaffee gibt es seit über 2000 Jahren. Äthiopien ist die Urheimat des Kaffees, dort wurde er entdeckt und dann ist er irgendwann auf den klassischen Handelswegen, Gewürzstraße, Seidenstraße, ist er zu uns nach Europa gekommen. In manchen Quellen geht das zurück bis ins 14. Jahrhundert, also bis so ins Mittelalter in England. Und dann ging es weiter bei uns im deutschsprachigen Raum. Kaffee wurde zu einem sehr edlen Getränk in den weltlichen Kreisen. Sie haben bestimmt mal so Stiche, Bilder gesehen, so Herrschaften hochtopiert, fein gekleidet, feines Porzellan, gespreizter Finger und tranken so aus so einem Tässchen. Und natürlich lädt uns Deutschlands erster Kaffeesommelier auch auf eine wohlschmeckende Verkostung für alle Sinne ein. Es gibt eine Sache, die kannst du falsch machen. Und das ist, nicht auf die Qualität des Kaffees zu achten. Ob mit Milch, mit Zucker, mit Hafermilch, mit Mandelmilch, mit braunem Zucker, mit Süßstoff. Das alles ist es nicht. Das macht alles deinen individuellen Geschmack aus. Aber darauf zu achten, wie gut der Kaffee ist, das ist für mich das Entscheidende. Man merkt, hier spricht der Kenner. Und so gehen die Gäste mit vielen neuen, wissenswerten Infos aus dem Kaffeeseminar. Weitere Geschmacksexperten kommen in den nächsten Tagen an Bord und das freut auch die Hotelleitung. Genussreise hier an Bord Anna-Katharina ist etwas ganz Besonderes, für uns auch, für die Besatzung, weil wir machen das nur einmal pro Jahr. Es ist das erste Mal, dass wir das machen, wobei Spezialisten von ganz Deutschland eingeladen werden, aus Berlin, aus Bonn, aus Köln, die hier bestimmte Sachen präsentieren werden. Heute Abend wird ein Käsespezialist an Bord kommen, und ja, selbst geboren in Gouda, so in de Niederlanden. Dan moest man daarbij zijn. Ik freue mich schon. Ik heb schon gevraagd of daar een beetje extra Käse op de Seite gelegd werden kan, damit ik daarvan ook genießen kan. Das wird sich doch einrichten lassen. Und so stehen wie versprochen weitere köstliche Spezialitäten und genussvolle Momente auf dem Programm. Schöne Abende in so Zeiten gestalten zu können, in Kombination mit zwei Produkten, die fast nicht besser zusammenpassen können. Brot und Käse, ich darf den Anfang machen, weil ich natürlich die Unterlage biete. Drei von denen habe ich Ihnen heute mitgebracht. Angefangen von einem Weißbrot bis hin über ein kräftiges Roggenmischbrot bis hin zum Klassiker im Rheinland, ein Schwarzbrot. Die norddeutschen Bäcker, die benutzen gern diesen Hartweizengrieß und interpretieren die Dünen, den Sand von der Küste, von den Meeren. Und damit spielen die Norddeutschen gern ein bisschen. So, L'Anglais, ein Weichkäse. Ich sage immer mittelkräftig. Sie dürfen ihn gerne probieren, werde ich Ihnen ein bisschen was dazu erzählen. Brot dazu, starten wir mit was Hellem, wie Max gesagt hat. Also Sie suchen sich aus dem Brotkorb das Hellste raus, was Sie finden können. Und ich finde, es ist ein ganz leichter Einstieg in die Käsewelt. Ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen können. Und beim Käse ist es so, der Käse versucht sich immer wieder zu schließen. Das heißt, wenn wir den geöffnet haben, und die Masse dazwischen packen und den Käse liegen lassen, dann haben wir einen Weißschimmel, der wieder probiert, den kompletten Käse zu schließen. Ein neuer Tag beginnt. Vorbei an schönen Herbstlandschaften macht MS Anna-Katharina heute in Kelheim fest. Während des Anlegemanövers behält Kapitän Hermann Schuster alles genau im Blick. Mit viel Routine sitzt auch bei den Matrosen jeder Handgriff. Und fest verteut kann nun auch der heutige Ausflug losgehen. Mit dem Bus fahren wir in Richtung Weltenburger Enge, Deutschlands bedeutendsten Durchbruchstal. An der Anlegestelle der Ausflugsschiffe startet eine gemächliche Bootsfahrt durch das Jura-Massiv, der nur 70 Meter breiten Donauenge.
Nach dem Aussteigen geht's weiter hoch hinaus. Wir wollen zur Befreiungshalle, welche 126 Meter über dem Donauspiegel auf dem Michelsberg liegt. Sie wurde vom Bayernkönig Ludwig I. zur Erinnerung an die Einigung aller deutschen Stämme nach der napoleonischen Fremdherrschaft im Stil einer reich garnierten Vanilleeisbombe erbaut. Als die Sonne untergeht, kehren auch wir zurück zum Schiff. Gerade in diesen Zeiten tut die Besatzung alles dafür, dass sich unsere Gäste rundum wohlfühlen. Zusammen mit einem außergewöhnlichen Genussprogramm voller Liebe und Herzblut wird auch eine Tee- und Kaffeestunde zu einem wunderbaren, sicheren und vor allem schmackhaften Erlebnis. Guten Tag. Haben Sie schon was Leckeres ausgewählt? Eine Kreuzfahrt ist ja auch zum Schlemmen und Genießen da. Und so geht es am Abend mit einer Weinverkostung der besonderen Art weiter. Schönen guten Abend, mein Name ist Matthias Martens. Ich freue mich sehr, dass ich an Bord sein darf und Sie heute ein bisschen mit Wein versorgen darf. Ich bin Sommelier seit 25 Jahren in der Gastronomie unterwegs. Und ich würde Sie jetzt wirklich mal bitten, das linke Glas zu nehmen, vorsichtig zu riechen. Okay, der Wein riecht relativ tief, komplex, bisschen nach Brot, bisschen nach Butter, bisschen nach Holz, hat definitiv Fass gesehen, also ist im Holzfass ausgebaut und lädt schon ein auf das, was wir gleich am Gaumen schmecken werden, nämlich eine schöne Cremigkeit. Und wenn ich da schon was verraten darf, der den Lachs bestellt hat, wird sich in den Grauburgunder verlieben. Genuss pur. Das kommt auch bei den Gästen richtig gut an. Also ich habe zu Hause, wenn ich alleine bin, keine Lust zum Kochen. Und hier kriege ich alles vorgesetzt und dann ist das natürlich schon eine große Freude. Genussreise heißt für mich, es fängt lecker am Morgen mit Frühstück an und hört nachts mit dem lecker Abwecker auf. Habe ich alles gehabt, kann ich nicht anders sagen. Das ist das Problem, dass es alles sehr gut war und wir zu Hause wieder auf Diät müssen. Wir sind das eigentlich gar nicht gewöhnt, so luxuriös zu leben. Das war was ganz Besonderes. Neben den genussvollen Momenten an Bord gibt es auch tagsüber viel zu erleben. Und so bin ich heute auf einem geführten Ausflug unterwegs, um den 1000 Jahre alten Ort Rothenburg ob der Tauber kennenzulernen. Die Schönheiten der Stadt wurden durch Dichter und Maler der Romantik bekannt. Ja, wir sehen nun das Rathaus von Rothenburg ob der Tauber und wir sehen verschiedene Baustile. Und Anfang des 16. Jahrhunderts gab es hier einen verheerenden Rathausbrand in der Stadt. Und dabei brannte der östliche Teil ab und so hat man ihn, wie wir sehen, im Stil der Renaissance wieder aufgebaut. Die Stadt im Norden Bayerns ist für ihre mittelalterliche Architektur bekannt und ein einzigartiges Flair, das ihre Besucher in den Bann zieht. Unser Reiseleiter Michael zeigt uns weiter die schönen kleinen Fachwerkhäuser und die hübschen Gässchen. Auch die Lage der Stadt ist besonders. Sie thront erhaben auf einem Hügel und ist von einer gut erhaltenen Stadtmauer umgeben. Ein richtig toller Ausflug. Unser Reiseleiter hat uns gerade erzählt, dass die Stadtmauer hier einmal um Rothenburg ob der Tauber herumgeht, über 3 Kilometer lang ist. Und hier kann man sich schon vorstellen, wie das damals vor 600, 700 Jahren war, als man die Stadt mit Pfeil und Bogen verteidigte. Nach einer interessanten Stadtbesichtigung fahren wir zurück zum Schiff, wo sich unsere Reise langsam dem Ende zuneigt. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste. Herzlich willkommen zum Gala-Abendessen. Dazu lädt die Phoenixboot Reiseleitung und das Hotelteam alle Genießer auf ein Gläschen Sekt ein. Ich kann mich heute Abend wirklich nur bedanken. Zuerst mal bei Ihnen, dass Sie unsere Gäste waren, dass ich für Sie kochen durfte.
und dass Sie hoffentlich sehr zufrieden waren. Das gesamte Küchenteam rund um Starkoch Fritz Pichler gibt nochmal alles, um die Gäste nachhaltig zu begeistern und setzt mit seiner außergewöhnlichen Menüauswahl neue Maßstäbe. Was für ein krönender Abschluss einer ganz besonderen Genussreise. Liebe Gäste, das war's von Phoenix Reisen TV. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, fröhliches Schlemmen und Ahoi!